Serienmäßig ist das Stichwort. Kommen wir so ein bisschen auf eure Fahrräder zu sprechen. Auch da habt ihr eine ganz klare Attitüde, einen klaren Ansatz. Für jeden Zweck so ein Fahrrad. Fangen wir mal an. Hier steht der Tiefeinsteiger. Da sind wir so im urbanen Umfeld unterwegs. Sag doch mal kurz ein, zwei Sätze zu dem Grandamo Vilago, wie es hier dasteht. Ja, AMO ist die Rahmenplattform, die wir in diesem Jahr um ein Grandamo ergänzt haben. Ziel war hier, einen möglichst weit nach unten gezogenen Tiefeinsteiger zu produzieren, der das Übersteigen, den Einstieg in das Rad auch möglichst einfach ermöglicht. Man sieht, das ist uns ganz gut gelungen von der Höhe des Tretlagers, wie im Vergleich zum Rahmen. Mhm. Da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht. Genügend Platz, um durchzusteigen. Also egal, ob das jetzt jemand ist, der hinten noch einen Kindersitz drauf hat oder im Bewegungsradius etwas eingeschränkt ist, hat er hier einen sehr guten Durchstieg bei diesem Rad. Zudem wollten wir einen Tiefeinsteiger haben, der möglichst universell ist. Sprich eine Steifigkeit, eine Rahmensteifigkeit, einen Geradeauslauf hat. Mhm. Mit dem wir auch Gepäcktaschen dranhängen können und dem wir in unserer Monto-Version sogar ins Gelände können. Okay. Wie habt ihr denn, mit welchen Details habt ihr denn für die Steifigkeit gesorgt, die du gerade angesprochen hast? Ja, wir haben natürlich in der Rahmenkonzeption da gewisse interne Versteifungen vorgenommen. Heutzutage mit den integrierten Akkusystemen hat man ja dafür relativ viel Platz, weil der Akku natürlich eine gewisse Baugröße vorgibt, die ich dafür verwenden kann, um an den kritischen Stellen im Steuerkopfbereich oder auch im Tretlagerbereich für genügend Material zu sorgen, dass ich dort eine gewisse Steifigkeit erreichen kann. Okay. Gut. Gelungen ist das zum Beispiel mit dem Grandamo in diesem Jahr in einer XXL-Version. Hier haben wir 170 Kilo zulässiges Gesamtgewicht, kombiniert mit einem starken Motor und einem 630er Akku. Mhm. Bei einem Eigengewicht des Rades um die 25 Kilo erreichen wir damit auch Leute, die schwer sind und damit auch besondere Anforderungen an das Rad stellen. Okay. Normalerweise gibt es in wie viel Rahmengrößen eure Modelle zu ordern? Zwischen 3 und 4. Zwischen 3 und 4. Das heißt irgendwie, das ist jetzt ein Modell, was es dann in 4 Rahmengrößen gäbe. Genau. Bei diesem Modell, gerade bei dem Grandamo, haben wir proportional zu dem Gewicht, ja, es gibt ja nicht nur Menschen, die jetzt mit dem Gewicht, sage ich mal, neben den Standardpersonen sind, die einfach schwerer sind mit ihrer Körpergröße, sondern auch ganz automatisch, wenn ich 2 Meter groß bin, bringe ich automatisch deutlich mehr Gewicht mit, als wenn ich jetzt nur 1,70 bin. Mhm. Das haben wir mit in das Lastenheft aufgenommen und bieten daher auch eine 61er Rahmenhöhe an, also wo auch sehr groß gewachsene Männer oder Frauen, die natürlich das entsprechende Gewicht haben, da was mit angeboten bekommen, mit dem sie mobil sein können. Gut. Dann schieben wir gleich mal das zweite Bike hier an die Stelle und sind gleich wieder für euch da. So, schwuppdiwupp, schneller Umbau. Was steht denn jetzt hier bei uns? Hier steht unser schicker Trapezrahmen, dem wir den Namen Pasia gegeben haben, den es wie in bei all unseren Modellen in verschiedenen Ausstattungsvarianten gibt. Mhm. Das heißt, wir bauen mit diesem Rahmen sowohl Nabenschaltungsmodelle als auch Kettenschaltungsmodelle in verschiedenen Rahmengrößen mit der Auswahl aus unserem Farbbaukasten. Hier habe ich mal die Farbe Bergminze mitgebracht, eine ganz erfrischende neue Farbe, die wir mit ins Programm genommen haben. Hier kommt auch nochmal der Designanspruch relativ gut zum Vorschein. Wir sind, was die Belabelung betrifft, oder ich sage es mal ein bisschen provokativer, die Plakatierung betrifft unseres Namens, da eher vorsichtig unterwegs, sehen uns als klassischen Premium-Hersteller eher im Understatement-Bereich. Geben dem Rad aber eine klare Formsprache und haben auch Mut, mal eine Farbe zu verwenden, die jetzt ein bisschen außergewöhnlicher ist. Das Fahrrad ist ein gutes Beispiel, wo ich glaube zumindest zu erkennen, dass ihr gerne auch beim Rahmen eher so ein bisschen eine schlankere Linie an den Tag legt, oder?
Ja, das ist genau richtig. Also wir versuchen natürlich insgesamt ein stimmiges Designkonzept an das Rad anzulegen, sind natürlich durch die Bauform des integrierten Akkus etwas reduziert, was die Schlankheit des Rahmens betrifft, da wir in allen unseren Rädern immer nur Originalkomponenten verwenden, für die wir auch den Service anbieten können, beziehungsweise einen Servicepartner haben. Ja. Gibt natürlich die Bauform des Shimano-Akkus gewisse Einschränkungen im Design. Grundsätzlich versuchen wir das Rad schon nah an einem Biobike zu bauen, was den Designanspruch betrifft. Mhm. Und ich glaube, das ist uns auch bei diesem Rad ganz gut gelungen. Mhm. Ihr habt hier so ein bisschen gespielt beim Rahmen, auch so mit eher ovaleren Formen. Da sind eher wieder kantige hinten dann so, was den Hinterbau anbelangt. Experimentiert ihr da noch oder ist es so auch so ein gewollter Mix von eurer Seite? Also es ist schon ganz gewollt, ja, dass wir zum Teil von runden Formen auf kantig übergehen, da wo es zum einen konstruktiv natürlich Sinn macht und die Formsprache noch ein bisschen verstärkt. Das ist die Idee dahinter. Mhm. Bei dem Tiefeinsteiger, über den wir davor gesprochen haben, waren wir so in der Stadt eindeutig unterwegs, zumindest in der Ausstattung, wie wir es gerade hier stehen hatten. Das ist hier aber schon was Vielseitigeres, oder? In der Nabenschaltungsversion mit der 5-Gang, die Einnabe, die wir da drin haben, neu jetzt von Shimano, kann man damit natürlich schon relativ viel machen, auch Touren fahren. Alle Räder sind ja in Freilaufversion, haben Gepäckträger dran mit einer ordentlichen Zuladung. Da kann man natürlich auch schon mal eine Tour machen. Dadurch, dass es aber jedes unserer Räder sowohl in Nabenschaltung als auch in Kettenschaltungsversionen gibt, hat das immer einen relativ breiten Einsatzbereich. Das Pasia, was hier steht, würden wir schon eher in die Kategorie City auch einordnen. Eher ein sportiver Rahmen. Okay. Was die Rahmengeometrie betrifft, sind wir grundsätzlich schon sportiv unterwegs. Mhm. Ja? Mal von dem Tiefeinsteiger abgesehen, aber unser Trapez und auch der Herrenrahmen haben wir schon einen relativ sportiven Sitz, einen relativ langen Reach, aber ein sattes Drinsitzen mit kurzen Kettenstreben, einfach um die gewisse Agilität des Fahrrades auch noch zu gewährleisten. Okay, dann gucken wir uns doch gleich mal an, wie das Herrenmodell aussieht. So, nach Pasia, jetzt Pasio, männliche Endung, Herrenrahmen. Genau, wer des Spanischen mächtig ist, kennt natürlich die Endung, das schon mal sehr gut erkannt. Darüber noch eine kleine Anmerkung. Wir bedienen uns ja im Namensbereich dem Esperanto, einer Kunstsprache, die man tatsächlich auch mal in Google Translator eingeben kann. Die gibt's dort. Und dann wird man sehen, dass Pasio Urbeno übersetzt die Leidenschaft zum Städtischen heißt. Ah, okay. Das heißt, ein kleines Storytelling haben wir da auch mal mit drin. Mhm. Pasio, eigentlich der Grundaufschlag unserer gesamten Modellpalette. Mit diesem Rad haben wir angefangen. Ableitend von diesem Designentwurf haben wir alle anderen Räder auch entwickelt. Okay. Sozusagen die Urform von Hohe 8, auch wenn wir noch ganz jung sind. Mhm. Irgendeiner muss ja einen Anfang machen. Ja. Ja? Pasio, ein sportiver Diamantrahmen mit leicht abfallendem Oberrohr, einfach um ein bisschen mehr Beinfreiheit noch zu gewährleisten, den sportiven Charakter aufzunehmen, aber eine klare Linien- und Formsprache zu zeigen und auch zu geben. Wie gesagt, die Urform aller unserer Räder. Und wenn man sich das dann mal von der Warte aus anschaut, findet man diesen Designansatz wirklich in allen unseren Fahrrädern. Okay, steht jetzt hier in so einem, sage ich mal, für Herren erwartbaren Farbton, was so ein gräuliches Braun vielleicht ist, wagt ihr da auch noch ein bisschen andere Schritte? Also kann auch, wenn die Herren von heute irgendwie nach anderen Farben gelüstet irgendwie, werde ich da bei euch fündig? Ja, also zunächst möchte ich kurz korrigieren. Also es ist kein Grau, dieses Rad, was wir hier stehen haben, das ist bei uns Bachkiesel. Okay. Denn auch unsere Farbbezeichnungen sind ganz... Ich bin nicht der Kiesel-Experte, von daher Entschuldigung dafür. Auch unsere Farbbezeichnungen sind ganz besonders, wie unsere Räder eben sind. Wir haben uns bei den Farbbenamungen aus der Umgebung unseres Ursprungs bedient. In der Eifel sind wir ja zu Hause, da wurde ja die Firma gegründet. Ja. Und wir haben dort einfach nach Dingen aus der Natur und Umwelt gesucht, die sich mit diesen Farben adaptieren lassen. Okay. Das noch als kleine Randnotiz dazu. Mhm. Ja, also bei den Herren Diamantrahmen haben wir neben dem Bachkiesel noch weitere Farben wie, ich muss kurz schauen, die sind noch so frisch, Kratersee, Nachtwald, und das bekannte Vulkanschiefer, das hatten wir schon letztes Jahr. Okay.
Kratersee, die Eifel, ja eine ehemalige Vulkanlandschaft oder immer noch Vulkanlandschaft mit vielen Kraterseen tatsächlich. Mhm. Und dessen Blau hat uns dazu inspiriert, dieses Blau nachzuempfinden und auf dem Fahrrad zu setzen. Okay. Also da sind wir auch etwas mutiger unterwegs und bieten aufgrund des Vierfarbsystems, was der Kunde ja bei uns frei wählen kann, auch mal eine offensivere Farbe an. Ja. Und bleibt bei dem einen oder anderen vielleicht auch leichter hängen. Das hoffe ich. Das ist die Idee dabei. Okay. Machen wir hier nochmal einen kurzen Wechsel und kommen zum nächsten Bike. So, rauf auf den Berg. Deswegen steht das Fahrrad auch ein Stück höher als die vorherigen. Jetzt sind wir also schon im Gelände unterwegs mit dem Sento. Euer Hardtail im Angebot. Unser Mallet Hardtail, wie man neudeutsch so schön sagt, übersetzt für den, der nicht weiß, was Mallet bedeutet. Ein großes Vorderrad in 29 Zoll und ein 27,5 Zoll Hinterrad. Grundsätzlich passend zur Geometrie eines abfallenden Oberrohres, mhm. Ein besseres Überrollen im Gelände, haben wir diese Bauform den Namen Sento gegeben. Sento, das Gefühl. Okay. Ja, viel Gefühl, auch für Grobes, auch fürs Gelände. Ja. Das soll das Rad mitbringen, ist uns nach meinem Verständnis sehr gut gelungen. Es bietet also wirklich eine sehr hohe Traktion, obwohl man sehr komfortabel sitzt. Hat kein Überschieben, einen sehr schönen kurzen Hinterbau. Und mit dem, was man mit einem 120 mm Fahrwerk machen kann oder einer Federgabel machen kann, sind wir da schon ganz gut unterwegs. Wie viele Rahmengrößen gibt es von dem jetzt genau? Weil es ja dann doch immer auch gerade auch im Gelände irgendwie auch, wie möchte ich fahren, dann schon relativ wichtig, auf welche Rahmengröße steige ich drauf? Wir bieten hier drei Rahmengrößen an, Rahmenhöhe 42, Rahmenhöhe 46 und Rahmenhöhe 50. Okay, und dann, du hast es eingangs erwähnt irgendwie, das Mallet-Konzept. Vielleicht aus eurer Sicht nochmal, warum hat das gewisse Vorteile gegenüber einer reinen 29-Zoll-Variante oder der 27,5-Zoll, die ja vielleicht auch möglich gewesen wären? Mhm. Ja, also das große Vorderrad in 29 Zoll hat natürlich wesentlich bessere Traktion bei kleineren Steinchen oder Wurzelpassagen. Aufgrund des Abrollradius ist das natürlich einem kleineren Laufraddurchmesser deutlich überlegen, mhm. bringt eine deutliche Laufruhe in das Rad rein, einen schöneren Geradeauslauf. Was die Lenkpräzision dieses Rades betrifft, sorgt der sehr kurze Hinterbau in Kombination mit 27,5 Zoll dann dafür wieder, dass das Rad schön verspielt, auch wirkt, nicht nur gut geradeaus läuft, mhm. sondern auch in wechselnden Passagen einfach sich gut fährt. Das ist eigentlich der Hintergrund, warum wir die Mallet-Version auch am Hardtail bevorzugen. Okay, also das heißt, wir haben hier ein Bike, das bietet sich auch für jemanden an, der schon auch eine gewisse Fahrtechnik vielleicht mitbringt. Und das auch von seinem Bike fordert, weil er irgendwie ein bisschen anders damit umgehen kann. Ja, wir bieten auf jeden Fall mit diesem Produkt die Möglichkeit, sich mit einem Hardtail zu entfalten. Mhm. Das kann jemand sein, der das erst noch üben möchte. Der ist mit einem guten Produkt, was das kann, natürlich auch gut aufgehoben. Ja. Das kann aber auch schon jemand sein, der das schon ganz gut kann auf dem Biobike und jetzt mal die E-Bike-Luft schnuppern will. Okay, gut. Dann danke dafür und dann legen wir gleich noch einen drauf, glaube ich. Okay. Jetzt steht hier was schön orangefarbenes. Da bin ich ja mal gespannt, auf welche Naturgeschichte das denn zurückgeht, der Farbton. Als wir den Farbton gesehen haben, gab es keinen Zweifel, ein klassisches Herbstlicht. Aha. Ja, wie okay. man den Herbst kennt, nicht ganz hell, bisschen dunkel, aber wenn es Licht gibt, dann ist es meistens schönes, warmes Licht ins Orange reingehend, wie du es richtig sagst. Deshalb ist diese Farbe natürlich auch als Herbstlicht getauft worden. Macht sich mit den schwarzen Komponenten natürlich recht schön, wirkt sehr aufgeräumt, sehr stimmig. Das Mola, unser Full Suspension Bike, was wir mit 120 mm Fahrwerk ausstatten, bieten wir sowohl in einer sogenannten SUV-Version an, also mit Gepäckträgern und Schutzblechen und Lichtanlage, aber auch als Naked Bike dann für klassische MTB-Touren. Okay, und ich hatte schon Angst, irgendwie, ich könnte mit dem Fahrrad nur im Herbst fahren, aber das fährt wahrscheinlich auch den Rest der Zeit, oder? Also ich hoffe, dass es auch im Frühjahr und im Sommer funktioniert. Okay. Bin ich ziemlich sicher. Dann lass uns doch noch mal kurz in die Details gehen. Was habe ich denn hier für ein Fahrwerk verbaut, beziehungsweise nicht ich, sondern natürlich ihr? Genau, also hier sind wir auf 120 mm unterwegs. Zielgruppe ist hier eher natürlich jetzt nicht der
Cross-Country-Fahrer, aber auch nicht jetzt ein Downhiller mit 120 mm, sondern eher der Kunde, der sagt, ach, ich will mal auf den Wald gehen, auf den Waldweg gehen, habe auch keine Angst, wenn es mal ein bisschen mehr scheppert unter mir, aber sonst habe ich jetzt nicht den sportlichen Anspruch zwingend, wie jetzt ein Mountainbike als reines Mountainbike kategorisiert ist. Wir haben hier eine schöne kompakte Sitzposition, auch wieder relativ kurze Kettenstreben, sind insgesamt auf 27,5 Zoll unterwegs, einfach um da ein stimmigeres Konzept drin zu haben, weil wir das eben auch als Reiserad anbieten, vollgefedertes Reiserad. Gibt es auch in der Roloff-Version zu einem sehr spannenden Preis im Übrigen. Okay, hier sind jetzt die Schwalbe Hurricane draufgezogen, die Reifen. Weisen für mich dann doch erstmal ins städtische Umfeld so. Gibt es die in anderen Ausstattungsvarianten auch mit anderen Pneus drauf? Genau, unser Mountainbike kommt dann natürlich mit einem richtigen MTB-Reifen, der fürs Gelände geeignet ist. Okay, dann gucken wir uns doch auch nochmal ein richtiges Mountainbike an. Sehr schön.